Hallo Freunde der Philatelie, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar heute möchte ich euch Briefmarken zeigen, die mit Videospielen in Verbindung stehen. Neben der Philatelie spiele ich auch immer noch gerne Videospiele, obwohl die Intensität schon ziemlich nachgelassen hat. Dabei beschäftige ich mich nur noch mit einem Videospiel, und zwar mit Final Fantasy XIV. Bevor ich die Philatelie entdeckt habe, habe ich viel mehr Zeit mit Videospielen verbracht. Dennoch interessiere ich mich immer noch für dieses Thema und inzwischen habe ich auch schon einige Briefmarken gefunden, die man damit schön in Verbindung bringen kann. Heute möchte ich euch ein Beispiel aus Großbritannien zeigen und ein weiteres aus Polen. Schauen wir uns doch mal die Briefmarken an. Das ist die Briefmarkenserie aus Großbritannien, die im Januar 2020 erschienen ist. Für mich war es damals gar nicht so leicht, daran zu kommen, aufgrund der Corona-Pandemie. Aber ich hatte Glück und habe noch ein Exemplar gefunden. Hier vorne sind die verschiedenen Briefmarken. Und zwar zeigen diese Briefmarken Spiele von britischen Entwicklern, die im Jahr von 1980 bis 1990 erschienen sind. Und das Schönste hier dran ist, hier sind die einzelnen Videospiele, die die Briefmarken abbilden, beschrieben. Ich kenne jetzt auch nicht mehr alle von diesen Spielen, aber zum Beispiel hier Lemmings sollte einigen schon ein Begriff sein, da wo man die kleinen Lemmings davor bewahren muss, dass sie in dem Level sterben und indem man halt für sie verschiedene Hindernisse wegräumt oder halt sie auch mal beschützt auf ihrem Weg bis zum Ziel. Und dann hier geht es dann weiter mit der Beschreibung der Spiele. Und hierbei kenne ich dann nur noch die Spiele Wipeout und Worms, die noch auch einigen vielleicht bekannt sein könnten. Das Set besteht aber aus 12 Briefmarken und nicht nur aus diesen 8. Und zwar die anderen 4 Briefmarken. Jetzt haben wir noch die 4 restlichen Briefmarken, die aus der Serie Tomb Raider stammen, die auch vielleicht bekannt ist, mit der Videospielfigur Lara Croft. Und zwar zeigen die Briefmarken die verschiedenen Teile der Serie von den Jahren 1996 bis 2013. Und der Briefmarkenblock ist noch in einer schönen Umhüllung, die dann halt auf der Rückseite auch noch ein paar Informationen zu der Serie enthält, was ich ganz schön finde von der Aufmachung her. Da gibt man sich doch schon sehr viel Mühe mit den Briefmarken aus dem Videospielbereich. Das waren jetzt meine Beispiele für Großbritannien. Das ist jetzt mein Beispiel aus Polen mit The Witcher. Die Briefmarke ist am 16. September 2016 in Polen erschienen und die Figur, also Geralt von Riva, stammt aus der Buchserie Der Hexer von Sapkowski. Das ist ein polnischer Schriftsteller, der wirklich ein modernes Fantasy-Epos erschaffen hat. Ganz schön an dieser Marke finde ich den Sonderstempel, der die verschiedenen Hexerzeichen zeigt, unter anderem die Fähigkeiten Art, mit dem der Hexer eine Druckwelle erzeugen kann, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder seine Feinde von sich stoßen kann, oder Igni, mit dieser Fähigkeit kann der Hexer Feuer entzünden und auch Gegner verbrennen, und dann gibt es noch die Fähigkeit Axi, womit er die Psyche von Menschen beeinflussen und diese dann kontrollieren kann. Und die Briefmarke wurde in einer Kooperation mit dem Videospielentwickler CD Projekt erschaffen. Damals war es dann noch CD Projekt Red. So, dann vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!